Russland, Ukraine und der Westen. Gabriele Krone-Schmalz zu Gast in Wernigerode. Jedes Jahr holt die Harzsparkasse hochkarätige Gäste in die Region, um bei ihren Kundenveranstaltungen über die großen Fragen unserer Zeit zu referieren. So auch diesmal. Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz wurde einem breiten Publikum zwischen 1987 und 1992 als Korrespondentin im ARD-Studio Moskau bekannt, wo sie über den Zerfall der Sowjetunion berichtete. Anschließend moderierte sie bis 1997 den Kulturweltspiegel. Heute ist das Fachwissen von Gabriele Krone-Schmalz gefragter denn je. 600 Gäste besuchten ihren Vortrag im Wernigeröder HKK zum Thema Russland, Ukraine und der Westen. Jetzt sprechen ja alle von Völkerrechtsverletzung und Annexion. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass die Geschichte so einfach nicht ist. Ich will Sie wirklich nicht verwirren, aber die folgende Aufzählung, die soll Ihnen zeigen, wie vielschichtig dieses Thema ist, dass sich wahrlich nicht für reißerische Schlagzeilen eignet. Hat Russland völkerrechtliche Ansprüche der Ukraine verletzt? Ja. Hat Russland die Krim annektiert? Nein. Waren Referendum und Abspaltung der Krim völkerrechtswidrig? Nein. War es also rechtens? Nein. Das verstieß gegen die ukrainische Verfassung, aber das ist keine Frage des Völkerrechts. Hätte Russland den Beitritt der Krim ablehnen müssen? Nein, denn was hat Russland mit der ukrainischen Verfassung zu tun? Hat Russland also völkerrechtsgemäß gehandelt? Nein. Denn die militärische Präsenz auf der Krim außerhalb der Paktverträge, also dieser Gebiete, die zulässig waren, das war völkerrechtswidrig. Da hatten die Russen und das russische Militär nichts zu suchen. Folgt also daraus, dass die Abspaltung der Krim null und nichtig war und deshalb der Beitritt zu Russland im Grunde eben doch eine Annexion? Nein. Und ich werde jetzt versuchen, das aufzulösen, und es ist deshalb so wichtig, weil der Begriff Annexion eine schwerwiegende Bedeutung hat. Eine Annexion bietet der internationalen Völkergemeinschaft das Recht, militärisch einzugreifen. Ansonsten ist das Völkerrecht auf Gewaltverbot ausgerichtet. Aber bei einer Annexion kann das grundsätzlich geltende Gewaltverbot ausgehebelt werden. Na, der Auslöser für diese Krise ist ganz eindeutig das EU-Assoziierungsabkommen und das Versäumnis, aus meiner Sicht, das von Brüsseler Seite, von westlicher Seite aus, ganz klar wegen der geopolitischen Veränderungen in diesem Raum Moskau zumindest mal kontaktiert worden wäre. Das wäre eine gute Idee gewesen. Gerade in heiklen, aufgeheizten Situationen ist Präzision das Gebot der Stunde. Und deshalb möchte ich noch ein paar Bemerkungen zu einem anderen Vorgang machen, der für viel Aufregung gesorgt hat. Sie erinnern sich noch an die westlichen Militärbeobachter, die in der Ostukraine in Geiselhaft geraten sind, schon ein bisschen her. Zu Beginn war in den Nachrichten von OSZE-Beobachtern die Rede, dann von OSZE-Militärbeobachtern. Und als das OSZE zunehmend angezweifelt wurde, da tauchte plötzlich der Begriff Wiener Dokument auf, das die legitime Basis für diesen Einsatz bieten sollte. Was ist der Grund dafür, dass sich belegbare Fakten nicht breit durchsetzen? Unpräzise, schlampige Sprache, schlechte Recherche, Interessen. Die damals etwa 140 OSZE-Beobachter, die in allen Teilen der Ukraine unterwegs waren, haben ihre Arbeit unbehelligt erledigt. In deren Mission war ein unabhängiges Monitoring diplomatischer Art von allen Seiten akzeptiert. Das Mandat lautete: Dialog fördern, Spannungen abbauen. Noch in der Nacht der Geiselnahme
äußerte sich der Vertreter des OSZE-Krisenpräventionszentrums zum Vorwurf, keine ausreichende Risikoeinschätzung vorgenommen zu haben, folgendermaßen. Man hat ihn gefragt, wie konnte das mit der Geiselnahme passieren? Haben die da gepennt oder was? Hat er gesagt, wir haben keine Risikoeinschätzung gemacht, weil es nicht unsere Leute sind. Abermals ist Präzision gefragt. Die Grundlage, auf der die Militärbeobachter in der Ukraine unterwegs waren, bildete zwar ein OSZE-Dokument, das aber mit der beschlossenen OSZE-Mission nichts zu tun hat. Nach dem sogenannten Wiener Dokument dürfen Militärs, internationale Militärs, selbstverständlich in Uniform Manöver beobachten, Truppenstandorte, Waffensysteme inspizieren, all das. Und das geschieht in der Regel auf bilateraler Basis und im konkreten Fall auf Einladung der Kiewer Regierung. Was soll man bitte davon halten, wenn bis auf eine Ausnahme NATO-Offiziere unter der Führung eines deutschen Obersts allesamt im Zivil unterwegs an den Brennpunkten in der Ukraine herumfahren? Berechtigte journalistische Fragen: Wer hat das wann entschieden? Wer wurde darüber informiert? Wie intelligent im Sinne von deeskalierend war diese Entscheidung? Und so weiter und so weiter. Stattdessen ein heilloses Durcheinander mit Begrifflichkeiten, die eher der Rechtfertigung denn der Aufklärung dienen. Was wünschen Sie sich konkret von Journalismus, der die Ukraine betrifft und Russland? Das ist natürlich schwierig, weil sich ja auch die strukturellen Gegebenheiten journalistischen Arbeitens etwas verändert haben im Laufe der Zeit. Was ich mir grundsätzlich von Journalismus wünsche, ist, dass man sich vor keinen politischen Karren spannen lässt, vor keinen, egal von welcher Seite. Und dass man selber sich dafür sensibilisiert, dass man nicht mit zweierlei Maß misst. Dass man nicht sagt, das kommt aus Moskau, das ist Propaganda, das kommt aus Washington, das wird schon stimmen. Sondern beides kann Propaganda sein und beides kann stimmen. Und als Journalist muss ich rausfinden, ob es stimmt oder nicht. Und zwar ohne Ansehen der Person. Zu Beginn seiner Amtszeit war Putin offen, motiviert. Ist in jeder Beziehung auf den Westen zugegangen. Was innenpolitisch damals in Russland keineswegs unumstritten war, dafür hat er kämpfen müssen, das lag nicht auf dem Silbertablett. Er hat Angebote gemacht und ist immer wieder abgewiesen worden nach dem Motto, diesem Geheimdienstmann kann mir sowieso nichts glauben. Ich zitiere mich normalerweise nicht selbst, aber jetzt muss das mal sein. Anfang dieses Jahrhunderts, 2001, 2002, hatte ich die folgende Passage in meinen Vorträgen über Russland. Da habe ich gesagt, Putin wird sicherlich noch eine ganze Weile positive Signale Richtung Westen aussenden. Nur, da muss auch noch mal was Substanzielles zurückkommen. Wenn das nicht geschieht, wird Putin eines Tages mit diesen Signalen aufhören und sich ganz pragmatisch umorientieren. Und dann wird es heißen, siehste, das war ja nicht anders zu erwarten von diesen Russen. Aber vielleicht kriegen wir ja doch noch die Kurve und schaffen es diesmal, wahrlich historische Chancen nicht zu verschlafen. Und jetzt wieder neu, ich fürchte, wir haben es nicht geschafft. Trotz gegenteiliger Beteuerungen haben wir das gebeutelte Russland über weite Strecken weniger als Partner, denn als Konkursmasse. Russland musste zudem die Erfahrung machen, dass man sich auf westliche Zusagen nicht verlassen kann. Die Dramatik der damaligen Auseinandersetzung zum Thema NATO-Osterweiterung ist im Westen weitgehend vergessen. In Russland ist es nach wie vor mit einem Vertrauensbruch verbunden. In der Berichterstattung geht es niemals um Sympathie, sondern darum, dass man Dinge erklärt. Und ob einem Putin innenpolitisch sympathisch ist oder nicht, oder überhaupt sympathisch ist oder nicht, ist überhaupt kein Kriterium. Sondern es geht darum, was ist vorausgegangen, dass die Entscheidung Putins so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Simples Beispiel: Krim. Es hätte die Möglichkeit gegeben, weil es hat
rechtzeitig, wirklich rechtzeitig aus Moskau Vorstellungen darüber gegeben, Vorschläge gegeben, die Krim eine Art Sonderstatus der Krim zu verleihen, wenn die Ukraine das EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Also man muss sich ja dann für die Krim etwas einfallen lassen. Es hat Vorschläge gegeben, auf die ist nicht eingegangen worden. Und dann sind die Dinge halt so gelaufen, wie sie nicht hätten laufen sollen. Zum Schluss, es sagt eine Menge über eine Gesellschaft und den Zustand ihrer politischen Kultur aus, dass der Begriff Russlandversteher zum Schimpfwort geworden ist und zur Ausgrenzung dient. Aber dann kann man sich das Argumentieren sparen, ist bequemer. Es geht nicht im Mindesten darum, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, es geht nicht im Mindesten darum, alles, was sich innenpolitisch in Russland abspielt, in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder schön zu reden. Aber da sich Außenpolitik massiv auf Innenpolitik auswirkt und oftmals auch eine bestimmte Außenpolitik betrieben wird, um innenpolitisch etwas zu bewirken oder von Problemen abzulenken, da dieser enge Zusammenhang besteht, bleibt die Frage nach der Verantwortung des westlichen Auslands für die innenpolitischen Kehrtwendungen in Russland, durch die sich die dritte Amtszeit Putins von seiner ersten und zweiten extrem unterscheidet. Russlandversteher haben diese Entwicklung vorhergesehen. Was ist Ihrer Meinung nach der Weg aus dieser Krise hinaus? Wie könnte der aussehen? Wer wüsste, wie der Weg aus der Krise aussehen könnte, der würde wahrscheinlich auch einen Nobelpreis bekommen. Es ist immer so schwierig, diese Fragen werden dann gestellt, wenn alles, was vorher möglich gewesen wäre, wenn man vernünftig entschieden hätte, man gar nicht in die Situation gekommen wäre. Auf jeden Fall muss man miteinander reden. Man muss sich, da geht kein Weg dran vorbei, man muss sich gegenseitig auch mal irgendwann ansatzweise vertrauen, weil wenn Sie alles von vornherein in Zweifel ziehen, dann werden sie nie aus dieser Geschichte rauskommen. Es müssen alle Interessen auf den Tisch, alle. Nicht nur die aus Moskau, sondern auch die anderen. Und dann, so gut es geht, zivilisiert damit umgehen. Schwierig. Im Anschluss an Ihren Vortrag nimmt sich Gabriele Krone-Schmalz die Zeit, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Ihr ist es wichtig, Fragen und Probleme mit all ihren Facetten zu betrachten. Welchen hochkarätigen Gastredner die Harz-Sparkasse für die nächste Kundenveranstaltung in den Harz holt, ist noch offen. Fest steht aber schon jetzt, dass wir uns wieder auf einen kompetenten Gast zu einem aktuellen Thema unserer Zeit freuen dürfen. Das ist nett. Bin ich schon. Dankeschön. Dankeschön.